Hallo, willkommen in Holland. Ich bin now in Holland bei meiner Familie. Ich bin jetzt in Holland bei meiner Familie und besuche spezifisch meine Mutter. Meine Mutter heißt übrigens Maria. Mutter Maria, ich habe sie immer so vorgestellt. Das ist Mutter Maria. Ich freue mich sehr, sie zu sehen. Ich war vor 3 Wochen hier und ich bin hier wegen einem Traum, den ich hatte von ihr, vor ein paar Tagen. Sie hat mich gerufen, also so kam es mir vor. Und dem Ruf eile ich. Ich kenne das auch, wenn ich so intensiv träume, dann hat das eine Bedeutung und dann soll das so sein. Und in Kombination jetzt mit dem Muttertag, morgen bin ich gerne hier. Also, dieses heutige Video darf dich versorgen mit der neuen Energie von Unbreakable, unbrechbar. Eine neue Welle von Menschen rollt heran. Die sind ja schon längst da, aber sie zeigen sich jetzt auch öffentlich. Das sieht man ja auch auf YouTube, dass es immer mehr Leute gibt, die channeln, die Urkurs zeigen und etc. Ich mache jetzt zuerst ein Energievideo und danach werde ich noch über 2 Männer reden, über den Timo und über den Dino und über unser Essen, wie wir es bekömmlich machen, wegen dem Nährstoffmangel, der drin ist und noch ganz viele andere Sachen. Aber ich fange jetzt mit dem Energievideo an und bevor ich anfange, zeige ich dir, von welchem Ort ich das mache. Dann siehst du auch, mit welcher Power ich hier gesegnet bin. Kijk down in Den Haag in Holland. Die Kraft des Meeres strömt hier hinein. Das ist mein Kraftort und ich bin hier, weil ich hier die Energie habe, dann alles das zu machen, was ich jetzt gerade alles am Machen bin. Warte, ich mache das vielleicht kurz im Stehen hier, weil es ist wirklich much energy gerade. Also wir machen das jetzt gemeinsam zusammen. Ja? Stimme dich in dem Sinne ein, indem du einfach Augen offen, Augen zu, gerne eine offene Haltung. Dies ist die Energie für eine Woche circa oder wieder für 10 Tage, ich muss mal gucken. Fängt schon an zu strömen. Und ich habe letztens ja schon ein Energievideo hochgeladen vom 7. bis zum 7. Mai. Das ist aber eine andere Energie und das ist wie eine andere Mahlzeit. Also ihr könnt diese beiden Videos gleichzeitig schauen, jeden Tag, wenn ihr das möchtet. Das ist konserviert. Okay, ich fange jetzt an. Und es ist stark, weil ich muss jetzt mal das Stativ kurz halten. So. Aber es fühlt sich jetzt gerade gut an, dass ich jetzt hier gerade stehe. Und ich spüre jetzt, wie die Energie vom Meer oder von da vorne, von dieser unendlichen Weite, von dieser unglaublichen Kraft, die niemand brechen kann. Und das ist auch das Thema des Videos und ich komme dann nachher noch drauf, warum. Unbreakable. Du bist unzerbrechlich, so wie ich und wie alle anderen auch. Und diese Energie soll jetzt in uns hineinströmen, damit es uns Kraft verleiht, hier für dieses Leben. Vielleicht hilft es dir auch zu stehen gerade. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, vor dem Fenster zu stehen, vor einer Weite, vor einer Offenheit. Und wenn nicht, dann schließe deine Augen und stell dir einfach vor, dass du mit mir zusammen jetzt hier bist oder an einem Ort, der dir besonders gut gefällt. Wichtig ist die Weite. Das kann auch eine Wüste sein. Es kann einfach das Meer sein, Meeresgebiet, genau. Ich setze mich jetzt kurz wieder hin, Moment. Es kommt jetzt gerade noch was anderes. Ui. Moment. So.
Die neue Welle rollt jetzt auch wirklich heran. Die ist nicht aufzuhalten. Und mit der Welle ist gemeint das Licht, die Lichtwelle. Die Lichtwelle von aufgewachten, bewussten Menschen, die hier über die Erde rollen sozusagen. Rollen in Form von, sie laufen, sie schweben. Aber während sie mit physischen Füßen über die Erde laufen, während du über die Erde läufst, geliebte Seele, rollt von dir aus eine Lichtwelle über alles, worüber du läufst. Verstehe, dass du nur Licht hinterlässt, dass der Boden unter deinen Füßen gesegnet ist, wie Jesus einst. Das, was er tat, vermögen heute so viele zu machen. Weil die Energie höher ist. Das, was er tat zu dieser Zeit, war außergewöhnlich, weil es einen enormen Kraftakt bedurfte, mit seinem Körper in diese niedrig schwingenden Welt diese Energie hineinzubringen. Aber heute, wo die Energie jeden Tag steigt, auch wenn das Chaos momentan oberflächlich noch sichtbar ist, so ist die Energie der Erde so viel höher jetzt und die, die aufwachen, verfügen über eine enorme Macht von weißen Drachen, von, Moment, oh, das ist, Moment, jetzt strömen ganz viele Informationen, Moment. Und Energie von der lichtvollen Mutter Erde kommt sie jetzt unter mir in meinen Körper durch zu dir. Das ist jetzt spannend, warte mal kurz. Ich gebe sie jetzt einfach dir weiter. Von der lichtvollen, aufgestiegenen Erde, die viel weiter ist, als du so denkst, siehe nicht die Oberfläche, siehe nicht die Haut, sondern siehe hinunter. Oder sehe hindurch, da ist ganz, ganz viel Licht drin. Und diese Energie tut mir jetzt wirklich weh in den Händen, weil es so viel fließt gerade. Und ich bekomme jetzt die Information, ah, okay. Das ist auch aus der inneren Erde, weil dort die Dimensionen schon höher sind. Nicht alle, aber zum größten Teil ist die Energie in diesem anderen Mini-Kosmos, kann man sagen, in der Innererde existieren ja Lebensformen. Ich habe da auch schon Videos drüber gemacht, ich mache sonst neue. Habe es ja leider gelöscht. Und diese Energien sind hochschwingend, hochfrequent von hochbewussten Menschen. Man sieht auch die Stirn hier so, die haben unglaubliche Intelligenz, aber zum Wohle aller eingesetzt. Und die bekomme ich jetzt aus dieser Zivilisation, aus dieser hochstehenden Hochkultur, aus der Innererde, fließt sie jetzt zu dir. Ich bin auch eine hohe Priesterin von dort. Ich habe auch schon gelebt. Und ein Teil von mir lebt dort. Also von mir, nicht von Nancy, sondern von der Seele. Darum ist es auch möglich, diesen Körper, Nancy, jetzt als Kanal zu benutzen, sage ich jetzt mal. Also ich werde jetzt benutzt, weil ein Aspekt von mir in der inneren Erde momentan verweilt, aber auch im Kosmos. Das ist auch der Grund, warum ich so viele verschiedene Wesenheiten und Arten und anders channeln und Energie übertragen kann, weil ich verteilt bin. Ich bin wie ein Kuchen, der überall ihre Brösel überall verteilt hat im Universum und in den verschiedenen Dimensionen und Ebenen und die alle miteinander in Verbindung stehen. Das nennt man auch die Seelenaspekte, die Seelenanteile. Und die sind zum Teil auch in wenigen Mensch inkarniert, höre ich gerade. Ach Gott, ich bekomme so viele Informationen gerade. Ich lasse jetzt einfach mal die Energie laufen. Und das Video geht in eine andere Richtung als
gedacht. Denn mein Verstand dachte, es ist ein Thema, aber es ist was ganz anderes. Inner Erde, Hochkultur, hochfrequente Energie für dich jetzt, für die nächste Zeit, bis zu einem Jahr, höre ich gerade, okay. Ganz anderes Video. Sie sagen mir auch, die Bereitschaft zu haben, dich während des Tages immer wieder neu auszurichten und nicht das, was du dir vorgenommen hast, durchzusetzen. Denn dann agierst du nicht im Willen Gottes. Du agierst, wenn du offen bist für das, was ist. Andere Energie, Energiewechsel. Okay, jetzt kommt eine ganz andere Energie hinein. Das ist wirklich eine Energie. Und zwar von oben. Was ist jetzt das? Kosmos? Lichtschiff? 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 Lichtschiff. Physisch sehbar über der Erde. Ja, wo? Was? Die Energie, die ich jetzt hier bekomme, ist von unseren außerirdischen Brüdern und Schwestern, aber im Positiven, die zum Wohle des Ganzen arbeiten. Und sie schicken mir jetzt hochfrequente Energien für dein Gehirn, und zwar für eine Neustrukturierung, ein neues Denken, sodass neue Verbindungen in deinem Gehirn, sodass du die Möglichkeit hast, aus der höheren Intelligenz, aus der höheren Perspektive das Leben, dein Leben zu betrachten und anders wahrzunehmen und nicht im begrenzten Fokus wie bis jetzt des menschlichen Seins. Wenn du als Mensch denkst, siehst du nur einen gewissen, einen kleinen Anteil von dessen, was ist, bist du gekoppelt an die göttliche große Intelligenz, an die göttliche Weisheit, dann siehst du, dann hast du das Vermögen, die Breite des Geschehens besser zu erfassen hier auf Erden. Und du siehst durch die Ereignisse durch und siehst, was wirklich ist. Du nimmst die Welten dann gleichzeitig wahr. Sowohl die physischen Bäume, Autos und auch die kriegerischen Spiele, wie auch die feinstofflichen und anderen Dimensionen und Zeitlinien gleichzeitig. Deine Augen werden geöffnet, deine physischen, nicht nur vom inneren Blick her, sondern wirklich für dich erfassbar, dass du die anderen Welten wirklich zeitgleich sehen kannst, ohne dass es eine Verwirrung auslöst. Es löst deshalb keine Verwirrung aus, weil du am Göttlichen angedockt bist. Darum ist es wichtig, dass wir dein Gehirn neu strukturieren und formen und dass es eine neue Energie gibt in deinem Gehirn, neue Verbindungen, Synapsen, Lichtbahnen werden gelegt in deinem Gehirn, sodass du die Möglichkeit hast, dies alles wahrzunehmen, und dies ermöglicht es dir, ein anderes Leben zu leben als bisher. Du siehst das Licht und die Galaxien und du siehst, was alles an Leben existiert, nicht nur auf dieser Ebene, und das ermöglicht dir, dich selber auch wahrzunehmen als das, was du bist, ein wahrhaftiges, göttliches, multidimensionales Wesen, ein vielfältiges Wesen, was auf verschiedenen Ebenen existiert. Und dies gibt dir auch die Möglichkeit, die Heilungen auf verschiedenen Ebenen zu manifestieren und diese Heilung und dein ganzes Wesen an andere Menschen auch weiterzugeben und die, die es benötigen. Du entfachst dann auch das Licht und diese Lichtquelle in anderen Menschen. Verstehe, was du wirklich bist, und das ist die Energie, die wir dir jetzt hier geben. Das ist das, was dein Gehirn jetzt durchströmt, in deinen ganzen Körper, in alle Zellen hinein. Dies geschieht nun und hier für alle Zeit. Wachst du auf, geliebtes Menschenkind, denn wir brauchen dich im Zusammenspiel mit dieser höheren Ebenen, die jetzt immer mehr auf der Erde kommen. Und wir benötigen die Energie jetzt fortwährend, jeden Tag von jeder Minute, die steigt, damit wir das Feld auch halten und die Wogen glätten von den Tiefen,
tieferen Ebenen, die versuchen hier auszubrechen. Wir brauchen das Licht, das Leben in dir, um diese Wogen zu glätten. Mama. Oh Mama. Ui, ui, ui. Oh Scheibe. Okay. Kurz ankommen. Ja. Ja, ich erzähle es, ja. Gibt einen anderen Titel ausgedacht. Also, uff. Wow, das nenne ich mal ein Energievideo. Ich erzähle euch jetzt gleich ein paar Sachen, die noch passiert sind die letzten Tage. Im Zusammenhang mit dem, was jetzt passiert ist, dann versteht ihr es vielleicht noch besser. Es ist mir nur gerade kalt, weil die Energie rausgeströmt ist. Und das ist nicht äußerlich kalt, sondern innerlich, bis ich mich wieder am Menschsein angepasst habe. Das waren, jetzt mag ich fast nicht mehr reden. Oh. Das waren die Energien von ohne Haare aussehen. Ja, doch, gibt es auch Haare. Warte mal kurz. Ich weiß die Namen nicht. Ich weiß einfach, dass es, ich kann jetzt gerade auch nicht das Aussehen deuten. Es hat sich einfach von der Energie her hochfrequent angefühlt im Dienste des Ganzen, die Menschen begleiten in diesem Aufstiegsprozess der Erde gerade. Und oh, jetzt wird es mir noch schlecht. Es war sehr viel Energie gerade. Schreib mir bitte die Feedbacks. Ehrlich wie immer. Ja? Und die andere Energie kam von innen Erde. Also es kam, ihr habt jetzt eine doppelte Dosis. Ihr habt jetzt doppelt Energie bekommen. Von den hochfrequenten Energien der Innenerde, von dieser Zivilisationen. Da leben Menschen, aber auch tierähnliche Gebilde. Außerirdische und es hat Licht und es hat Wasser. Irgendwie eine Art Frequenz. Gott. Ein andermal zum Thema Innererde. Also, ich habe euch vorher gesagt, zwei Männer. Dino. Ich muss kurz aufstehen. Ich habe Dino kennengelernt. Endlich. Die Algen, die ich jeden Tag benutze. In Kapselform schlucke ich sie zum Teil bei den Reisen. Tue sie in den Smoothies, in den Masse hinein. Und die flocken auch übers Essen. Und ich habe den Dino jetzt kennengelernt. Weil der hier eine Stunde entfernt ist, er hat mir dieses Blümchen gebracht. Guck mal. Krass. Und der Dino ist von Plankton Holland. Ich verlinke es, also ich habe es ja unter jedem Video verlinkt, weil ich empfehle ihn jetzt seit keine Ahnung wie viel langer Zeit, ein paar Jahre, weil es sind nicht nur die Algen, die so hochfrequent sind und so gut produziert werden. Es ist auch er, es ist die Energie. Es ist wie, wenn jemand, wenn du in ein Restaurant gehst und das Essen, was du isst, besteht nicht nur aus den Zutaten, sondern der, der es macht. Diese Energie fließt hinein. Ich habe noch ein Selfie mit ihm gemacht. Das poste ich dann auf Facebook, Insta und TikTok noch. Bis morgen oder so. Ich weiß jetzt, warum ich ihn und seine Produkte empfehle, weil er einfach aus der Zukunft ist. Er ist auch wie ich kein Mensch, kein wirklicher. Er hat unglaubliche Fähigkeiten. Und ich habe ihn gestern Morgen hier gesehen. Er ist dann zum Tee-Kaffee gekommen. Wir waren unten in der Lobby, wir waren alleine im Restaurant und ich hatte plötzlich den Impuls, mit ihm zu arbeiten.
Also sprich energetisch. Und er ist einverstanden gewesen, ich bin hinter ihm, habe ich mich hingestellt und dann ging es voll ins Gehirn hinein. Und dann wurde das Gleiche, vermute ich, gemacht wie jetzt mit euch von da. Jetzt kann ich es erklären. Dino, wenn du schaust, jetzt weißt du, wo es herkommt. Das war nicht irdisch. Lieben Gruß. Einfach, dass wir diese Welt, so wie wir bis jetzt geschaut haben, um einiges erweitern, um das, was es wirklich ist. Dass wir nicht nur das hier sehen, sondern die Auren, die verschiedenen Welten, die Energien, die es ausstrahlt. Weil das hilft in deinem Leben, wenn du neue lichtvolle Lichtbahnen und Synapsen im Gehirn hast, kannst du das, was du siehst, auch übersetzen, ohne dass du durchtickst. Und das ist das, was geschehen ist. Und gerade ein gutes Beispiel, ich erzähle jetzt noch ein bisschen auf dem Nähkästchen auch ein paar persönliche Sachen, paranormale Sachen und anderes, was geschehen ist. Ich gehe jetzt zweimal am Tag, bin ich bei meiner Mama. Ich laufe jedes Mal durch die Dünen und durch den, ich nenne den Zauberwald. Auch da werde ich nachher noch Bilder hochladen. Jeder Weg ist 2 Kilometer, das heißt, ich laufe jetzt 8 Kilometer am Tag. Das tut mir gut. Und ich mache dann das Essen auch für meine Mutter, am Morgen und auch am Nachmittag zum Teil. Und meine Mutter ist nicht mehr so stark. Sie ist eigentlich hauptsächlich auch viel im Bett. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich das Essen und das Trinken, ich bin dann auf den Balkon raus, bevor ich es ihr gebracht habe. Ich habe heute Morgen damit angefangen und habe es angefangen zu energetisieren. Ich habe den Teller so in den Himmel gehalten und um Gottes Segen gebeten und dass Heilenergien reinströmen und die Molekulare des Essens und auch des Trinkens. Und ich habe sogar ein Ei gekocht als Veganerin, weil meine Mutter das gerne hat. Ich muss jetzt erst schauen, wie macht man schon wieder ein Ei. Und habe das alles, diese Gaben habe ich draußen auf ihrem Balkon in die Lüfte emporgehoben und um Segnung gebeten. Und habe gesehen, dass die molekulare Struktur des Essens aufgebrochen wurde und mit Lichtenergien neu zusammengesetzt worden sind, sodass das, wenn sie das isst und trinkt, in ihrem Körper bewirkt, loslassen, dass das losgelassen wird, was nicht mehr dienlich ist, weil da sehr viel Altes noch in den Zellen hängt, was sie bewusst nicht gut loslassen konnte. Und das unterstützt einfach diesen Prozess. Und natürlich auch, dass das geschieht, was zum Wohle des Ganzen ist, auch für sie. Also das auch. Und habe die Speisen nachher auch noch an meinem Körper gehalten und mit meiner Energie durchflutet. Also auch für euch nochmals, das Essen heute ist nicht mehr wirklich wertvoll, aber ihr könnt alles mit eurem Geiste energetisieren und neu zusammensetzen. Geist ist immer über Materie. Das heißt, wenn du unterwegs bist und irgendein Apfel oder irgendein, der nicht bio ist oder sonst was, halte ihn mit Liebe in deinen Händen und stelle dir vor, dass dieser Apfel dir gut tut und dass dein Körper das perfekt aufnimmt und verwertet und sei dankbar, dass du die Möglichkeit hast, das zu essen und das bewirkt, dass alles bekömmlicher ist und so weiter. So, Moment. 24 Minuten. Okay. Hallo zusammen, wie geht's euch? Geiles Video. Ähnliches habe ich noch gemacht im Zug hierhin. Ich saß neben einem einem Businessmann in der ersten Klasse, weil das gönne ich mir. Die Energien in der zweiten Klasse sind zum Teil die Gerüche und alles. Ich möchte nicht arrogant erscheinen, aber ich tue mir das jetzt einfach wirklich Gutes, damit ich so eine lange Reise einigermaßen angenehm auch für mich empfinden kann. Und neben mir saß ein Geschäftsmann, er hieß Kim.
Hallo Kim, wenn du siehst, Hallöchen. Und die Beine gingen brrr, und er war am Telefon und da ein Laptop und da nochmal ein Laptop und da das Handy. Ich habe diesen enormen Stress wahrgenommen, auch die um mich herum, die Businessleute. Und habe dann, als ich gemerkt habe, dass da eine gewisse Offenheit kommt, kamen wir ins Gespräch. Dankeschön für deine Offenheit, Kim. Dieses Video handelt von drei Männern. Und ich habe ihm dann erklärt, dass es eine Macht gibt hier auf Erden. Also ich versuchte es dann so wenig spirituell wie möglich zu erklären, weil ich nicht wusste, ob er dafür offen ist, dass es etwas gibt, was seine Energie einsaugt und bewirkt, dass er immer weniger Zeit hat für seinen Sohn, für seine Familie und immer mehr arbeiten muss, aber die Arbeit immer mehr wird und es immer weniger Zeit zur Verfügung ist, zum mal durchzuatmen und dass das jetzt immer extremer wird. Und dass das eine Masche ist, um ihn von ihm selber wegzubringen, weil sonst könnte er das durchbrechen und durchschauen, was das wirklich ist. Und zwar, dass er ein Lieferant ist von Energie für gewisse, ich sage jetzt mal, Wesenheiten, die sich davon ernähren, die wirklich von den Emotionen, von dem Stress, von Wut, von Ärger, der Menschen leben und sie nährt oder auch vergrößert. Und habe dann in meiner Art einfach ein bisschen von mir erzählt und ich spürte seine Offenheit und seine Beine haben dann auch aufgehört zu brrr. Und dann irgendwann ist er dann ausgestiegen oder ich, keine Ahnung, und wir mussten dann umsteigen und ja, das ist dann halt die Arbeit, die ich dann auch immer unterwegs so mache. So, jetzt kommen wir noch zum letzten. Ja, noch zum letzten Thema, dann höre ich auf. Und zwar der Timo. Auch ihn verlinke ich hier unten. Timo Macht ist ein Deutscher, den ich jetzt sehr schätze. Ich habe einmal, glaube ich, mit ihm kommuniziert auf Instagram. Hallo Timo, grüße dich. Und ich habe gestern wieder ein Video von ihm geschaut. Das ist der mit den stahlblauen Augen. Weiß rundherum, anfangs 40 und ist einfach reine Energie. Also er strahlt etwas unglaublich Wunderschönes aus. Also das ist ein Mensch in sich geschlossen rund. Und er berichtet über Heilkräuter-Videos auf einer solch lustigen, humoristischen Situationskomik-Art, einfach mit seinem puren Sein, erklärt er sein enormes Wissen, gibt er weiter, welche Baumblätter du essen kannst. Und ich habe jetzt gestern das Video zum Beispiel mit den Baumblättern geschaut und das hat mich nochmal inspiriert, weil ich selber ja auch schon seit über 15 Jahren mich urköstlich ernähre. Das heißt, wenn ich draußen bin, auch heute Morgen, als ich zu meiner Mutter gelaufen bin, dann esse ich Blätter von Weißdorn, die Blüten von Weißdorn, von der Birke. Birke wirkt harnreinigend und entwässernd und antiseptisch. Blätter von den Lindenblütenbaum? Keine Ahnung. Linde, die Linde! Wildkräuter und einfach alles, was mir irgendwie zwischen die Finger kommt, das esse ich dann auf nüchternem Magen und ich merke, dass mein Körper yeah ruft, oder? Und wenn man dann noch einen Apfel dabei hat, also besser geht's nicht. Und wenn ich hier unterwegs bin, bin ich auch Gott froh. Ich sage, ich bin ehrlich, ich trinke auch Smoothies, die ich im Lidl und sogar hier im Jumbo kaufe. Und die enthalten Spinat und, warte, ich zeige euch das mal. Und ich bin froh, dass es die hier gibt, weil ich habe einen kleinen Koffer dabei und hatte keine Lust, meinen großen Mixer mitzunehmen und alles. Und die energetisiere ich dann zum Teil. Guck, das sind die Dinger hier. Da hat es drin Avocado, Mango, Spinat und Apfel. Und hier. Das ist dann für ein bisschen Vitamin C, Sinusapfel, wie heißt es? Orange und Erdbeer. Und ja, sonst habe ich nicht viel hier im Kühlschrank. Ich zeige euch mal meinen Kühlschrank. Rucola, Gurke,
Pflaumen, manchmal für die Lust veganer Käse. Hier ist mein Deo und Ingwer-Shot. Sieht man es? Oh Mann. Ingwer-Shot, genau. Eine Zitrone wegen den Flecken hier. Das reibe ich mir auch mal ein. Und hier ist irgendwie so Cranberry-Brötchen. Keine Ahnung. Ja, aber ich esse dann auch, wenn ich hier in Holland bin, auch mal, und das ist der Abschluss, gebe ich ehrlich zu, und ich freue mich drüber, dann auch eine Pommes mit Saté-Soße. Das ist eine Erdnusssoße. Und da freue ich mich auch immer. Das ist meine einzige Mahlzeit. Mehr oder weniger, ja genau, 1 bis 2 Mahlzeiten mache ich. So, viele Informationen. Ich bin selber überrascht. Ich hatte mir gestern Notizen gemacht. Das Video ist ganz anders geworden als gedacht. Oh, sagt Dino einen lieben Gruß von mir. Er freut sich immer, wenn ihr eine Bestellung macht bei ihm und es kommt ein Gruß von mir. Dann hockt er vom Bildschirm so wie ein kleiner Junge. Manchmal schreibt er dann auch zurück, Gruß zurück. So, also. Ich bin selber überrascht und beeindruckt, was jetzt hier durchgekommen ist. Das war auch ein Channeling. Das waren 2 große Energieübertragungen und viele Infos rundherum. Und ein paar private Infos wie Essenssegnung. Und ich bitte euch eins. Nur wenn ihr mögt. Wenn ihr unterwegs seid oder irgendwo seid und ihr habt jemanden vor oder neben oder hinter euch und ihr habt einen Impuls, der nicht von euch kommt, nicht vom Ego, ich will helfen, sondern es kommt einfach, es ist da. Geht dem nach. Sprecht denjenigen an. Und ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, oder auch im Familienkreis oder bei den Freunden, wenn ihr plötzlich merkt, dass die Energie anfängt zu laufen in der Hand, so, während ihr gegenüber einer Freundin sitzt, fragt, ob ihr kurz die Hände halten dürft oder ob ihr was machen dürft. Weil dann ist das Okay ja von der Seele da, sonst würde die Energie ja nicht laufen. Offen das zeigen. Egal wo ich bin, ich mache überall Energieübertragungen oder solche. Ich mache nicht extra ein Theater, sondern ich versuche das natürlich auch dezent zu machen. Ich will auch niemanden stören oder sonst was. Aber ich mache es, weil in diesem Augenblick darf ich als Kanal dienen. Und das wertschätze ich so sehr und ich bin so dankbar, dass ich das machen darf, dass das mein Respekt ist, dass ich dann das dann auch wirklich mache. Denn wenn ich es nicht mache, dann jemand anders. Oder es ist eine verpasste Chance. Und die Energie, die man rüberbringt, hat vielleicht erst wieder in einem Jahr die Möglichkeit, diese Person oder dieses Tier oder dieses Ereignis oder diesen Baum zu erreichen. So folgt euren Impulsen, wenn ihr sie bekommt. Aus reinem Herzen. Danke.